Das Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt hat diese Woche zusammen mit den Partnern aus Frankreich, was Association Grenier ist, und zusammen mit dem Partner aus Serbien, Volontarski Center Vojvodine, wir haben zusammen eine trinationale Jugendbegegnung in Nienburg ausgerichtet. Ein wichtiger Bestandteil der Begegnung ist auf jeden Fall, sind die Elemente wie Sprachanimation, wie interkulturelle Einheiten, wo sie eben sich ihrer Unterschiede und auch ihrer Gemeinsamkeiten bewusst werden. Und natürlich auch die gemeinsame Arbeit dann an dem Projekt, was in unserem Fall eben die Kinderwildnis war, wo sie in kleinen Gruppen zusammen ein Insektenhotel gebaut haben, eine Feuerstelle gepflastert haben oder Sand geschaufelt haben, ganz einfach. Pour moi, les jeunes, ils sont vraiment là pour essayer de voir autre chose, apporter une petite porte peut-être qui s'ouvre un peu ailleurs, où voilà, ils vont pouvoir découvrir peut-être un autre monde. Pour moi, c'est aussi un travail personnel peut-être qu'ils font aussi parce qu'ils sortent de leur bulle et ça leur permet de voilà, découvrir peut-être d'autres façons d'interagir avec les gens, notamment avec les barrières linguistiques. On change un peu, on se retrouve un petit peu dans une autre position. Et à mon avis, ça personnellement, c'est très très bon. Et puis après, le travail en équipe interculturelle, dans le chantier, en fait, on a l'occasion de pouvoir travailler ensemble, de faire quelque chose ensemble, de construire quelque chose ensemble, de créer quelque chose. Et ça, je trouve ça super positif. Et si, c'est génial de pouvoir avoir un public varié. Et ça, sans les financements de l'OFAJ, ça serait impossible. Možemo naučiti mnogo o drugim nacionalnostima, ali isto tako da su stvari ljudi svuda isti i nešto drugim nacionalnostima. On rencontre des personnes qui sont vraiment juste adorables ici, et toujours dans la volonté d'offrir aux autres. Et franchement, je trouve ça juste énorme. Et après, on n'a pas du tout le même style de culture entre les Serbes, les Français et les Allemands. Mais du coup, on apprend vachement de trucs sur les autres. Also ich fand das richtig schön, weil ich es total interessant finde, die Serben kennenzulernen und die Franzosen. Und es ist halt einfach, man lernt nicht nur neue Menschen kennen, sondern auch gleich noch eine neue Kultur und ein anderes Land und andere Sitten. Und man muss auch ein bisschen über sein eigenes Land nachdenken, weil ich eigentlich ja nur hier lebe und nie darüber nachdenke, was ist typisch deutsch. Aber wenn ich das gefragt werde, dann muss ich das ja beantworten. Und das fand ich irgendwie auch spannend, mein Land zu zeigen. Da, trudim se da nemam stereotipe prema drugim zemljama i kulturama i da jednostavno vidim kada se upoznajem sa takvom nekom kulturom i nacijom, da jednostavno vidim kakvi su oni, šta vole, šta ne. Naprimjer, ovdje smo u Nemačkoj gde je vreme jako bitno i ta organizovanost što se tiče rasporeda i što se tiče rasporeda vremena, jako, jako bitna, tako da smo se sigurno svi zapitali da li upravljamo vremenom dobro ili ne. J'ai parlé avec Serbian et j'ai appris plein de choses sur la Serbie, auquel bon, j'avais vu ça en cours d'histoire, mais après, ça n'a rien à voir de parler avec quelqu'un qui dit vraiment ce qu'il en pense, au lieu que ce soit juste presque des clichés qu'on peut trouver dans le manuel d'histoire. Naja, man will hier eigentlich nicht mehr weg. Also wenn man einmal hier ist, dann versteht man das eigentlich so am besten. Also man will einfach nicht mehr weg. Man ist total traurig, wenn es heißt, es geht nach Hause. Und naja, es ist eigentlich total cool hier. Und auch wenn man so alles besichtigt und andere Länder kennenlernt und Kulturen und sowas. Da, mislim da je veoma bitno za mlade ljude da učestvuje u ovakvim razmenama, zato što oni na taj način mogu dosta naučiti o drugim kulturama, u isto vrijeme mogu razbiti predrasude i stereotipe koji vladaju njihovim zemljama, o tim trećim zemljama, a također mogu pokupiti najbolje stvari iz njihovih kultura i ubaciti ih u neki svoj svakodnevni život. To će im svakako pomoći da budu bolje osobe, a u isto vrijeme mogu dosta i da nauče na taj način, tako da mislim da svaka mlada osoba koja ima priliku treba da učestvuje u ovakvom tipu projekata. Also meiner Meinung nach ist eine internationale Jugendbegegnung eine ganz große Chance für junge Menschen, weil sie sich in einem Kontext wiederfinden, in dem sie sich sonst nicht so bewegen. Sie treffen Menschen, die ihr Alter haben, aber aus einem anderen Land kommen, und sie haben einen pädagogischen Rahmen, innerhalb dessen sie sich begegnen können. Und sie machen einfach so viele verschiedene Erfahrungen, die ganz wichtig sind für sie selbst und für ihr späteres Leben, dass ich sagen würde, jeder muss einmal in seinem Leben auf einer internationalen Jugendbegegnung gewesen sein, einfach um ja, für sich ganz wichtige Erfahrungen zu machen.